Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Loch ist nicht Loch. Also fantastisch. Also hier sieht man auch, dass ohne das dazwischen, das dahinter überhaupt nicht zu sehen wäre. Ohne das davor gibt es das danach nicht und davor ist eben das Loch und dadurch sieht man das dahinter. Großartig. Aber das davor ist ja das Tiefe. Das kommt immer zuerst. Das wird vergessen. Sie studiert ja die Idee des Loches. Sie studiert die Verlaufskurven der Löcher. Der letzten Botschaftslöcher oder gibt es noch mehr hier? Nein, das ist leider einer der letzten. Botschaftslöcher wird man so nicht mehr zu Gesicht bekommen. Es wird nicht so sein, dass in nächster Zeit ein neues Botschaftsloch entstehen wird. Also wir haben es, es ist einzigartig hier. Also es ist wie eine Sonnenfinsternis, das erlebt man einmal. Ja, ich hatte jetzt auch die Idee, mit einem Künstler zusammenzuarbeiten. Der heißt ein ganz berühmter Künstler. Der hat auch Folgen der Löcher in Hüllen gepackt, was man normalerweise ja nur mit den Löchern an sich tut. Er hat auch verstorbene Löcherzustände mit Schirm dekoriert. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber mit ihm würde ich mich gerne zusammentun. Er wohnt vielleicht in Amerika oder so. Also wenn er mit mir zusammen die Löcher betreuen würde, da würde ich auch sozusagen das künstlerische Risiko eingehen. Einen Schritt hin zur Unnatürlichkeit tun. Einfach, weil das hier einzigartig ist. Unwiederkehrbar.